Dann gehen wir hier oben lang. Finden wir vielleicht noch einen Trainer? Ja, aber anscheinend ne. Oh, ein Raupi. Level 6, 6, 5. Ja, komm. Paralysieren wir mal. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Aber wir schmeißen mal einen Pokéball. Nein! Ich hätte fast geklappt. Das Problem ist, wenn ich es jetzt angreife, geht es, glaube ich, direkt kaputt. Deswegen versuche ich es nochmal. Nee. Dann hau ich drauf. Was, ich probiere erstmal aus. Was macht den Heuler überhaupt? Angriff sinkt. Guten Schlag. Verteidigung sinkt. Ey, wir haben echt nur eine eigene Attacke, mit der wir angreifen können. Du bist tot, ne? Nee. Ach komm, ich schmeiß nochmal einen Pokéball. Also ich will sowieso versuchen, so viele unterschiedliche Pokémon wie möglich zu fangen. Aber yay! Jetzt am Anfang brauche ich erstmal sinnvolle Pokémon, die irgendwie... mit denen ich was machen kann. Raupi, Wurm. 0,3 Meter lang, Gewicht 2,9 Kilogramm. Berührt man die Fühler auf dem Kopf dieses Pokémon, so sondert es einen ekligen Geruch ab. Möchtest du Raupi einen Spitznamen geben? Nein. Weil das kein Pokémon ist, was ich über längere Zeit behalten will. Das brauche ich jetzt mal nur am Anfang. Ein Taubsi. Level 6. Ach komm, ich greife einfach mal an. Greif einfach mal an und guck mal, was draus wird. Nee, stopp. Hm, okay. Gut. So, wer bist du? Ich bin der Beste. Ach so. Du kannst mich nicht besiegen. Ist auch wieder ein Käfersammler, ne? Okay. Ein Raupi. Level 8. Gehen wir da hin. Tackle. Oh, das geht. Paralysiert. Mach trotzdem nochmal Tackle. Nee, nee, nee. Ich hab aber gleich keinen Donnerschock mehr. Yay, Level 10. Der Wald ist echt gut. So zum Level. Safcon. Möchtest du... Nein. Volltreffer. Oh, du mit deinem Kackhärtner, ne? Ich glaube, das kann auch nur Härtner. Also anfangs. Dabei habe ich mich so angestrengt. 80. So, was haben wir hier? Ein Taubsi. Level 6. Ich versuche es einfach anzugreifen, wenn ein Fitzel überbleibt oder so. Dann werde ich es fangen. Wenn es tot ist, ist es tot. Aber ich könnte mal tauschen. Das nach oben. Weil dann geht das nämlich als erstes in den Kampf rein. Und dann wechsle ich das und dann kriegt das ein paar Erfahrungspunkte, ohne dass ich wirklich mit dem gekämpft habe. Noch ein Raupi. Bestimmt ein höheres Level als meins, ne? Ne, Level 3. Soll ich es probieren? Komm. Tot. Ne, doch nicht! Oh, wir können Raupi besiegen. Oder? Weiß nicht. Los! Komm, mach Fadenschuss, Fadenschuss, Fadenschuss. Ja! Nein! Fadenschuss! Nein!
Man konnte sie mal probieren. So. Jetzt ist hinüber. Es wäre so gut gewesen, wenn ich das besiegt hätte, ne? Ich glaube, das ist jetzt schon der letzte Weg nach unten. Und einen Saftkorn. Oh, Level 4. Wie viel haben wir denn noch von den Attacken? 6. Nee, dann fliehe ich lieber, falls da irgendwie noch ein Pokémon-Trainer irgendwo rumgammelt. Wo bin ich denn jetzt? Achso. Ein Trank. Ja, das ist der letzte Weg nach oben. Okay, Tipps für Trainer. Es ist verboten, anderen Trainern Pokémon zu stehlen. Fang nur wilde Pokémon. Sei kein Dieb. Okay. Was haben wir hier? Ein Raupi. Ich will eigentlich nur in die nächste Dings kommen. So, mit dir kämpfen wir jetzt noch. Hey, warte mal. Warum die alle? Okay, der hat nur noch eins. Das ist schön. Ein Raupi Level 10. Eieiei. Ich hoffe, wir kriegen das mit unseren 6 Stück hin. Oh, Volltreffer. Nice. Halt. Oh. So. Sehr schön. Level 10, 11. Punkt. Kriegen wir eine neue Attacke? Dennis versucht, Ruckzuckhieb zu erlernen. Aber Dennis kann nicht mehr als 4 Attacken erlernen. Soll eine andere Attacke zugunsten Ruckzuckhieb vergessen werden? Ja! Welche Attacke soll vergessen werden? Mach mal Heuler. 1, 2, schwupp! Dennis hat Heuler vergessen. Und Dennis erlernt Ruckzuckhieb. Jule besiegt Käfersammler. Uff, du bist mir zu gut. Ich gebe auf. Yay, 100 Yen oder so. Oh, das sieht doch ganz gut aus. So, noch ein Raupi. Level 5. Ich hoffe mal, dass wir das noch irgendwie kaputt kriegen. Mit einem Mal, bitte, 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 bitte. Nö, natürlich nicht. Ich hoffe, dass jetzt gleich dann direkt die Stadt kommt. Und da ein Pokémon-Center ist. Tipps für Trainer. Wenn du kämpfen meiden möchtest, bleibe hoch im Gras fern. Das hatten wir vorhin schon mal. Geh weg, Pikachu. Okay, wir reden mit dem Oppi. Ach, doof, Bücher am Wegesrand. Pokémon können sie mit einer Spezialtechnik klein hacken. Ja, das sind die, wo wir Zerschneider für brauchen. Viele Pokémon leben in Höhlen und Wäldern. Du solltest dich überall umsehen, um verschiedene zu finden. Ja. Okay. Ah, hier gibt es, glaube ich, ganz viele Nidorans und sowas. Und es ist blau-grau. So, was haben wir hier? Wer bist du denn? Psst! Weißt du, was ich hier mache? Nein. Ich versprühe Schutz, um Pokémon von meinem Garten fernzuhalten. Ach so. Gut. Schön. Oh, da ist ein Markt. Wir quatschen erstmal mit dem hier. Hier gibt es nur wenige ernsthafte Pokémon-Trainer. Aber Rocco, der Arena-Leiter von Marmoria City, versteht sein Geschäft. Ich wollte Handwerk sagen. Okay. Wir gehen aber erstmal hier oben rein, falls irgendwie nochmal irgendwie ein Kampf stattfinden sollte. Von Pummeluffs Gesang werde Pokémon ganz müde. Ich auch.
Pokémon-Center sind echt klasse. Dort können sie deine Pokémon komplett heilen. Sie können sogar schwerwiegende Dinge wie etwa Vergiftung heilen. Da war ein Komma zu viel. Dankeschön, Pummeluff. Pikachu, geh mir aus dem Weg. Ach so. Weil's eingepennt ist. Okay, gut. Ja, die Pokémon machen sich ja fit. Ja. Dankeschön. Mit der haben wir noch nicht gequatscht, oder? Doch, haben wir wohl schon. So, was mit dir? Was? Team Rocket befindet sich auf dem Mondberg? Das muss ich sofort melden. Verschwinde! Okay. Achso, wir wollten jetzt hier unten rein. Mit wachsender Erfahrung lernen Pokémon neue Attacken. Manche Attacken kann ihnen jedoch nur ein Trainer beibringen. Das sind halt diese VMs und TMs. Pokémon sind einfacher zu fangen, wenn sie verletzt sind oder schlafen. Trotzdem gibt es keine Erfolgsgarantie. Mein Oberschenkel juckt. Einen Moment, ich muss mal kratzen hier. Sonst werde ich hier noch ganz dull im Kopf. So. Was war hier drüben? War hier drüben irgendwas? Yeah. Ach, der will nicht, dass wir da lang gehen. Warst du schon im Museum? Nö. Wirklich nicht? Es ist aber ein Besuch wert. Oh, jetzt schlepp mich doch nicht dahin. Es ist gleich da drüben. Man muss zwar Eintritt bezahlen, aber das ist es wert. Okay. Gehe ich gleich rein. Nachher. Oh, da ist eine Arena. Wir gehen erstmal in den Markt. Ein zwielichtiger alter Mann hat mir dieses seltsame Pokémon angedreht. Es ist vollkommen schwach und hat 500 Yen gekostet. Was denn für eins? Wenn man sein Pokémon eifrig trainiert, können selbst schwächere Pokémon für Überraschungen so gut sein. Hallo, kann ich dir behilflich sein? Ja, kauf. Fluchtseil. Haben wir nicht genug Geld für. Paraheiler. Fluchtseil kann man gebrauchen, wenn man in Höhlen unterwegs ist, weil die dann das Fluchtseil einen direkt an den Höhlenausgang bringt. So, was haben wir hier? Gerüchten zufolge soll die Pipis vom Mond stammen. Nachdem der Mondstein auf den Mondberg fiel, sind sie erstmals aufgetaucht. Okay. Aliens. So, in die Arena will ich schon nicht. Was haben wir hier? Nichts. Ja, komm. Ja. 500. 50. Dies ist ein außergewöhnliches Fossil. Was haben wir denn hier? Was ist das? Sieht aus wie Fische oder so. Boah, das sieht ja mega geil aus. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Es gibt doch so ein Pokémon, das hat so einen Schädel auf. Hat so einen ganz komischen Namen. Ah, Aerodactyl-Fossil. Ein urzeitliches und seltenes Pokémon.
Gibt's das nicht? Das ist lila, ne? Lila, meine ich.